Ein Paar, das auf der Suche nach seinem ersten gemeinsamen Haus ist, findet ein Haus, das perfekt und billiger ist als das, was derzeit auf dem Markt ist. Es ist etwas abgenutzt, aber mit ein bisschen Arbeit wäre es ein Haus, in dem sie eine Familie gründen könnten. So fangen die meisten Horrorfilme an, die man heutzutage sieht. Aber irgendwie ist das nicht allzu weit hergeholt, oder? Meine Freundin Sarah und ich waren dieses Paar. Wir sind jung, verliebt und wollten so sehr zusammenleben, dass wir das wenige Geld, das wir hatten, zusammenlegten, um uns eine eigene Wohnung zu suchen. Ehrlich gesagt war ich mit einer Wohnung mitten in der Stadt zufrieden, aber sie überzeugte mich, dass eine Hypothek billiger wäre und versicherte mir, dass es sich auf lange Sicht lohnen würde. Ich wollte mir die Haare ausreißen, als wir nach einem Haus suchten, das in unserer Preisklasse lag. Alles war so lächerlich überteuert, dass wir fast aufgegeben hätten, bis wir einen Anruf von meiner Mutter erhielten. Sie hatte von einem Freund eines Freundes gehört, der jemanden kannte, der sein Haus zum Verkauf anbot. Wir riefen die Nummer an, die sie uns per SMS geschickt hatte, und sprachen mit dem früheren Besitzer, Joseph. Am Telefon wurden wir von einer heiteren, heiseren Männerstimme empfangen, die uns erzählte, dass das Haus ursprünglich seinem Onkel gehört hatte. Josephs Onkel hatte ihm das Haus vermacht, aber er brauchte es nicht mehr und wollte es verkaufen. Sarah und ich versuchten unsere Aufregung zu zügeln, als er uns sagte, wie viel er für das Haus haben wollte, und so verabredeten wir uns schnell, um das Haus zu besichtigen, bevor wir ein Geschäft machten. Am nächsten Morgen fuhren wir zu der Adresse, die er uns geschickt hatte. Das Haus lag in einer ländlichen Gegend, etwa 30 Minuten von der Stadt entfernt, und als wir dort ankamen, waren wir sehr beeindruckt. Es war so malerisch mit seiner langen Schotterauffahrt, die uns zu dem schönen, verblassten weißen Bauernhaus führte. Um ehrlich zu sein, war ich immer noch schockiert über den Preis, den Joseph festgelegt hatte. Das war eine Menge Haus und Land, da musste doch irgendwas nicht stimmen, oder? Als wir das Haus erreichten, parkte ein kleiner roter Lastwagen am Ende der Einfahrt. Ein stämmiger Mann in Jeans und rotem Flanellhemd stand an der Eingangstreppe und schaute zum Haus hinauf. Wir stiegen aus unserem Auto und riefen ihm einen Gruß zu, aber er wandte seinen Blick nicht ab, bis wir ein paar Schritte von ihm entfernt waren. Er drehte sich zu uns um und schüttelte ein wenig den Kopf, als ob er sich aus einer Trance schütteln würde. Oh, das tut mir leid. Ich hatte noch keinen Kaffee, sagte er, als er sich zu uns umdrehte und uns ein fröhliches Grinsen zuwarf. Was meint ihr? Eine ziemliche Schönheit, was? Wow, es ist so süß, antwortete Sarah, als sie neben mich trat. Mit einem verlegenen Lachen antwortete ich, ja, es ist fast so schön, um wahr zu sein. Joseph schaute uns beide an, dann wieder in Richtung Haus. Ja, es wäre eine Schande, ein so gutes Haus verfallen zu lassen. Und ich weiß, wie schwer es heutzutage ist, ein Haus zu bekommen. Wie auch immer, kommt, ich führe euch herum. Wir folgten ihm die paar Stufen hinauf und durch die Eingangstür. Während er uns durch das Haus führte, erzählte er uns ein wenig von der Geschichte. Es wurde Mitte der 80er Jahre von der Familie der Frau seines Onkels erbaut. Sie zog nach ihrer Heirat ein, um sich um ihre Eltern zu kümmern, bis diese gestorben waren. Sie blieben hier, hatten aber keine eigene Familie, und Joseph erzählte mir, dass sie beide ebenfalls hier gestorben waren. Ich drehte mich zu meiner Frau um und sah, dass sie blass wie ein Laken war. Also, Menschen sind hier gestorben? Sagte Sarah mit leiser Stimme. Josephs lächelndes Gesicht verzog sich plötzlich, als sie die Frage stellte. Er zwang sich zu einem Lächeln und fragte, Oh, ist das ein Problem? Bevor sie antworten konnte, unterbrach ich sie mit einem scharfen, Nein, ganz und gar nicht. Ihr Gesicht sah mich mit einer Mischung aus Schock und Wut an, als sie mich am Arm packte, um mich zur Seite zu ziehen. Was soll das? Ist das jetzt dein verdammter Ernst? Ich wollte ihr sagen, dass sie überreagiert hatte, aber ich wollte mir nicht mein eigenes Grab schaufeln, also antwortete ich so ruhig, wie ich konnte. Babe, wir haben monatelang gesucht und das ist das beste Angebot, das wir bekommen konnten. Sarahs Gesicht verzog sich zu voller Wut und ich machte mich auf einen Schlag gefasst. Wir entschuldigten uns für etwa 10 Minuten bei Joseph und gingen nach draußen, um unsere Optionen abzuwägen. Schließlich entschieden wir uns, die Besichtigung fortzusetzen und von dort aus zu entscheiden. Wir gingen zurück ins Haus und sahen uns nach Joseph um, aber wir konnten ihn nicht finden. Wir dachten uns, dass er nach oben gegangen sein musste, also sahen wir uns in den Schlafzimmern um, aber immer noch keine Spur von ihm. Jetzt hatten wir uns unseren eigenen Rundgang gemacht und als wir in die Küche gingen, fanden wir eine Tür, die in einen Keller führte.
Er musste hier unten sein. Das Licht war an. Und mit Sarah hinter mir machten wir uns vorsichtig auf den Weg in den Keller. Bei jedem unserer Schritte knarrte das alte Holz unter uns so laut, als ob es schreien würde, während wir uns den Weg nach unten bahnten. Als wir endlich unten ankamen, drehten wir uns um und sahen Joseph in der Mitte des leeren Kellers stehen und eine schmutzige Wand anstarren. Ich trat langsam hinter ihn und rief ihm zu, als ich mich ihm näherte, aber er reagierte nicht. Dann legte ich eine Hand auf seine linke Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Hey Mann, geht es dir gut?«, fragte ich misstrauisch. Wieder schreckte er aus seiner Trance hoch und sah mich an. »Tut mir leid, ich habe ein bisschen im Kopf gerechnet. Ich habe hier einen kleinen Wasserschaden an den Wänden gefunden. Den wollte ich Ihnen von der Preisvorstellung abziehen.« Ich sah mir die Wand an und tatsächlich waren auf der hellen weißen Oberfläche einige Verfärbungen zu sehen. Es sah nicht nach Schimmel aus. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Abgesehen von schwachen schwarzen Flecken von Tinte. Ich drehte mich zu Joseph um und er bot mir an, die restliche Führung durch das Haus fortzusetzen. Sarah schien ein wenig zu zögern, aber wir stimmten zu und er zeigte uns den Rest des Hauses. Das Einzige, was sich seltsam anfühlte, war Josephs merkwürdiges Verhalten. Ab und zu verstummten seine Worte, während er seine Aufmerksamkeit auf die Wände lenkte. Wir gingen zu dritt nach draußen und Joseph drehte sich zu uns um. »Also, was haltet ihr davon?« Sarah sah ihn an, dann sah sie mich an. »Ehrlich gesagt ist die Tatsache, dass hier ein paar Leute gestorben sind, ein bisschen beunruhigend.« Josephs Grinsen verwandelte sich schnell in ein Stirnrunzeln. »Oh, ich kann Ihnen versichern, dass dieser alte Ort es wert ist, gekauft zu werden. In diesem Sinne möchte ich das Angebot ein wenig ändern.« Uns fielen fast die Kinnladen herunter, als er uns den viel, viel günstigeren Preis nannte, als wir ihn beim ersten Gespräch genannt hatten. Er sagte uns, dass ihm aufgefallen sei, dass es sich bei diesem Haus definitiv um ein renovierungsbedürftiges Haus handele und dass er mehr als froh darüber sei, dass sein Haus in gute Hände käme. Sarah und ich unterhielten uns ein wenig, denn bei unserem Budget und dem Preis des Hauses würden wir viel Geld sparen. Ich schüttelte Josephs Hand und wir erledigten schnell den Papierkram. Ein paar Wochen später wurde alles, was wir besaßen, in einen Umzugswagen gepackt und wir machten uns auf den Weg in unser neues Zuhause. Wir hatten nicht viel, also haben Sarah und ich alles selbst gemacht. Wir waren so aufgeregt, endlich einzuziehen, dass uns das vielleicht Kraft gegeben hat. Dank des Geldes, das wir durch Josephs großzügiges Angebot gespart hatten, konnten wir uns einige Möbel liefern lassen. Aber das würde noch etwas länger dauern, so dass wir nur eine Matratze hatten. Wir beschlossen, alle Kisten ins Wohnzimmer zu stellen und dann zu entscheiden, wohin alles kommt. Als ich eine Kiste abstellte, konnte ich nicht umhin, etwas an der Wand zu bemerken. Ich hielt Sarah auf, als sie hinter mir eine Kiste abstellte. »Hey, siehst du, was ich sehe?«, fragte ich, während ich auf eine Wand im Wohnzimmer deutete. Sie folgte der Richtung meines Fingers und sah, dass an der Wand etwas zu sehen war, das wie ein sehr schwacher schwarzer Fleck aussah, der einem Gesicht unheimlich ähnlich war. Ich trat näher an die Wand heran und tatsächlich waren dort die Umrisse eines Kopfes zu sehen. Lange Haare, die sich wie Tentakel ausbreiteten, zwei Knopfaugen und geschützte Lippen. Ich weiß, dass das menschliche Auge versucht, Gesichter in Dingen zu erkennen, aber das hier war unheimlich. Dann legte ich meine Hand auf das Bild an der Wand und spürte ein kaltes Stechen unter meinen Fingerspitzen. Sarah versuchte, die Nerven zu behalten. »Wir werden es übermalen oder so.« »Ja, auf jeden Fall.« sagte ich, während ich eine Welle des Unbehagens verspürte, als ich auf den Fleck an der Wand starrte. Es sah aus, als ob das Gesicht oder etwas, das wie ein Gesicht aussah, seine Augen starrten mich an. Den Rest des Tages packten wir aus und brachten die Dinge an ihren neuen Platz. Es versteht sich von selbst, dass wir völlig erschöpft waren. An diesem Nachmittag gingen wir zurück in die Stadt, um zu Abend zu essen. Wir stießen auf ein gutes Lokal und verschlangen etwas zu essen. Ich versuchte, dieses Gefühl des Unbehagens abzuschütteln, aber in meinem Kopf tauchte immer wieder dieser verdammte Fleck an der Wand auf. Dieses Gesicht. Es war etwa 20 Uhr, als wir schließlich zum Haus zurückkehrten und sahen, dass die Haustür weit offen stand und alle Lichter brannten. Sofort sagte ich Sarah, sie solle die Polizei rufen, und ich eilte ins Haus, um nachzusehen, ob es einen Eindringling gab. Ich durchsuchte jeden Zentimeter des Hauses, nichts schien fehl am Platz zu sein, und ich fand auch niemanden. Dann ging ich die Treppe hinunter in den Keller und erstarrte an Ort und Stelle, als ich die Wand betrachtete.
Die Flecken an der Wand, da waren jetzt Gesichter. Etwa 6 von ihnen bildeten sich an der Wand des Kellers, auf die Joseph starrte. Obwohl es nur schwache Umrisse waren, konnte ich auf jedem von ihnen dasselbe Merkmal erkennen. Alle starrten mich an und jeder von ihnen hatte den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Schatz? Rief Sarah mir von oben zu und ich hörte ein weiteres paar Schritte mit ihnen. Ich ging wieder nach oben und sah Sarah mit einem Polizeibeamten. Sie sah mich mit Tränen in den Augen an und erzählte mir, dass ich so lange weg gewesen war und dass sie und der Beamte sich nach mir umsahen. Der Polizeibeamte blieb noch eine Weile, als ich ihm erzählte, was passiert war und dass trotz der Funde nichts gestohlen zu sein schien. Er versicherte uns, dass wir ihn anrufen sollten, wenn sich etwas ergeben würde, und wünschte uns eine gute Nacht. Nach diesem Schreck war eine gute Nacht das Letzte, was wir haben würden. Sarah war oben und duschte, und ich saß auf dem Boden des unmöblierten Wohnzimmers und starrte die Wände an. Das Gesicht, das ich vorhin dort gesehen hatte, war jetzt verschwunden. Ich erzählte Sarah nichts von den Gesichtern, die ich gesehen hatte. Ich war sicher nur müde von dem ganzen Umzug. Dennoch ging ich noch einmal in den Keller, und tatsächlich waren dort keine Gesichter an den Wänden zu sehen. Im nächsten Moment fing ich an zu schmunzeln und ging die Treppe hinauf ins große Schlafzimmer. Ich sah Sarah im Badezimmer stehen, ein Handtuch um sie gewickelt. Ich versuchte cool zu bleiben, ging auf sie zu und schlang meine Arme um sie, als ich merkte, dass sie zitterte. Dann drehte ich sie herum und sah, dass ihre Augen vor lauter Angst ganz groß waren. Ich fragte sie, was passiert sei, und nach ein paar Minuten erzählte sie mir, dass sie beim Duschen das Gefühl hatte, jemand würde sie beobachten. Sie dachte, dass ich es war, aber als sie sich umdrehte, sah sie nichts. Sie ließ ihr Handtuch fallen, um mir die Stelle zu zeigen, an der sie spürte, dass etwas nach ihr griff, und in der Mitte des Rückens war der schwache, schwarze Umriss einer Hand zu sehen. Sarah fragte, ob ich etwas gesehen hätte, und ich tat mein Bestes, um ihr zu versichern, dass alles in Ordnung sei und dass wir wirklich müde sein müssten. Sie stimmte widerwillig zu, vielleicht würden wir uns morgen früh besser fühlen, wenn wir gut geschlafen hätten. Ich umarmte sie und schaute hinter ihr ins Bad, wo ich ein anderes Gesicht sah, das mich anschaute, aber es lächelte. Im Schlaf träumte ich, dass ich auf der Matratze lag, als ich anfing, mich kalt zu fühlen. Ich schaute nach unten und sah in der Dunkelheit meines Schlafzimmers die Umrisse von Händen, die sich um mich legten. Jeder knochige Finger drückte sich in meine Haut und drückte mich zusammen. Meine Beine, Arme, mein Oberkörper und meine Kehle sind von unzähligen kalten Händen umklammert. Ich zwang meinen Hals, mich Sarah zuzuwenden, aber die eisigen Griffe, die mich umklammerten, zwangen meinen Kopf nach oben zur Decke zu schauen. Mit Mühe konnte ich meine Augen öffnen. An der Decke starrten viele Gesichter auf mich herab, deren Umrisse nicht mehr so lebendig waren. Jedes Gesicht hatte einen anderen schmerzhaften Ausdruck. Nur das Gesicht eines Mannes blickte lächelnd auf mich herab. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Mein Körper zitterte, als ich mich von der Matratze erhob. Ich schaute zu Sarah hinüber, die immer noch tief schlief, und versuchte, ihren ruhigen Anblick zu genießen, bis ich mich im Zimmer umsah. Es sah aus, als hätte jemand seine Hände mit Schwarzpulver bestäubt und sie überall an den Wänden verteilt. Handabdrücke in allen Größen, pechschwarz, die sich über jede Ecke des Schlafzimmers verteilten. Ich schaute wieder zur Decke hinauf und sah, dass sie vollständig mit den dunklen Umrissen schreiender Gesichter bedeckt war. Dann rüttelte ich Sarah wach. Ich konnte das nicht länger für mich behalten. Und als sie die Augen öffnete, erzählte ich ihr von den Gesichtern, die ich gesehen hatte. Ihr Gesicht bekam einen so schmerzhaften Ausdruck, als sie mir sagte, ich solle mich umdrehen. Der Raum und die Wände waren völlig leer. Ich ging zum nächstgelegenen Baumarkt und kaufte so viel weiße Farbe, wie ich konnte. Sobald ich wieder im Haus war, nahm ich eine Rolle und begann wie wild die Wände zu streichen. Wir verbrachten Tage damit, das gesamte Innere des Hauses zu streichen. Aber diese verdammten Flecken, diese verdammten Gesichter kamen immer wieder zurück. Jede Nacht, wenn ich schlief, hatte ich denselben Traum von kalten Händen, die mich umklammerten. In letzter Zeit hörte ich etwas, ein Flüstern aus den Wänden, das mir sagte, ich solle im Haus bleiben, ich solle mit dem Haus zusammen sein. Bin ich endgültig verrückt geworden? Sarah hat vorgeschlagen, dass wir ausziehen, aber wir haben so viel Geld in dieses Haus gesteckt und ich weigere mich zuzulassen, dass das, was auch immer es ist, immer wieder zurückkommt. Ich werde dieses Haus nicht loslassen, es gehört schließlich uns. Sarah sagt mir, dass sie Angst hat, aber sie versteht nicht, dass ich auch Angst habe. Ich sehe sie überall, sie beobachten uns ständig, und ich habe mehr Angst davor, was mit uns passiert, wenn sie hören, dass wir wieder weggehen wollen.